Heute gibt es wieder ein 5-Bücher-Die-Video und ich weiß, es ist sehr, sehr lange her bis vom letzten Video zu diesem Video. Das liegt daran, dass ich dazwischen einige Videoformate hatte, die mir sehr wichtig waren und wo mir auch wichtig war, dass diese Videoformate vor dem 5-Bücher-Die-Video online kommen. Zum Beispiel zum Lesemarathon, Neuzugänge und so weiter. Das möchte ich immer gerne am Anfang des Monats erledigt haben und deswegen gibt es jetzt das 5-Bücher-Die-Video. Ich habe es versprochen, es kommt auf jeden Fall. Es hat nur einfach ein bisschen länger gedauert als geplant. Es tut mir sehr leid. Dafür muss ich aber sagen, danke, 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 dass ihr so viele tolle Vorschläge gemacht habt letztes Mal. Ich habe ja unter dem letzten Video, was ich in der Infobox gerne nochmal verlinken kann, habe im letzten Video gesagt, dass ihr darunter in den Kommentaren gerne all eure Vorschläge loswerden könnt, was für ein 5-Bücher-Die-Video ihr gerne sehen würdet. Und es kamen so viele, so tolle Vorschläge. Also das finde ich richtig, richtig toll, dass das so gut funktioniert. Vielen Dank für all die Vorschläge. Ich habe sie alle notiert und das jetzt ist natürlich nur der erste Vorschlag, der hier umgesetzt wird. Das werden noch viele weitere kommen. Es freut mich, dass das Format so gut angenommen wird. Ich hoffe, dass es weiterhin so der Fall ist. Wie immer, Daumen hoch hilft mir, um zu erkennen, ob ihr dieses Format mögt. Letztes Mal war die Rückmeldung sehr, sehr positiv, was mich sehr gefreut hat. Und wenn ihr Vorschläge habt, also wenn ihr jetzt neu seid oder wenn ihr vom letzten Mal Zeit zum Nachdenken hattet und jetzt weitere Ideen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne, welche 5 Bücher, die Formate wollt ihr denn sehen? Es gibt natürlich ein paar, die sind doppelt, die werden dann auf jeden Fall auch kommen. Aber lebt euch einfach aus, seid kreativ und wenn ihr keinen Vorschlag habt, ist das kein Weltuntergang. Ich habe sehr, sehr viele Vorschläge gesammelt schon, aber ich freue mich natürlich immer einfach über Kommentare und über diesen Austausch und auch über eure Ideen, weil das soll ja ein Format sein, was von euch ausgeht und was von euch auch mit inspiriert ist und entsprechend möchte ich das gerne so halten. Und ja, jetzt geht es los mit dem Video. Heute geht es um 5 Bücher, die ein überraschendes Ende haben. Und damit meine ich für mich überraschend. Es kann jetzt sein, dass es nicht für jeden gleich überraschend ist. Aber ich finde, das sind alle 5 Bücher mit Enden, die mich so überrascht haben. Die haben mich so umgehauen auf sehr verschiedene Art und Weisen. Da kommen wir gleich noch zu. Wie immer, ich spoilere natürlich nicht. Mir ist bewusst, dass ich hier über das Ende des jeweiligen Buches rede. Aber ich werde da nicht sagen, was das Ende ist oder so, sondern nur dass es mich überrascht hat und wie sehr es mich überrascht hat vielleicht und ob es mich eher emotional oder eher verblüfft zurückgelassen hat. Es gibt ja, je nachdem, welche Art von überrascht man da ist. Und ich werde also nicht spoilern, da braucht ihr gar keine Angst zu haben. Ich werde euch die Bücher zeigen, ich werde auch sagen, wie immer ohne zu spoilern, worum es geht. Und vielleicht das ein oder andere Buch euch ans Herz legen, weil das sind wirklich tolle Bücher. Und nicht nur, weil das Ende überraschend ist, aber das ist einer der besten Punkte an fast jedem dieser Bücher. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ich euch inspirieren kann. Wenn ja, wie immer, Kommentare helfen mir weiter. Da könnt ihr mir gerne schreiben, welche Ideen habt ihr, aber eben auch, welche von den Büchern kennt ihr? Wo würdet ihr zustimmen, was das überraschende Ende angeht? Wo nicht so sehr? Und welche von den Büchern interessieren euch vielleicht auch einfach? Manche von denen werden mehr was für euch sein, andere nicht so. Ich habe tatsächlich, falls ihr jetzt denkt, ja, ein überraschendes Ende, das ist ja auch so Plot-Twist-mäßig, das sind bestimmt alles Thriller. Nein, es ist nur ein einziger Thriller dabei. Alles andere sind Romane, Fantasy etc., aber nur ein einziger Thriller. Da habe ich sehr darauf geachtet und deswegen gibt es hier auch kein Fizek, kein Ursula Posnanski und kein Guillaume Musso in diesem Video. Weil alle drei schreiben Bücher, die alle ein überraschendes Ende haben. Also jedes einzelne Buch von Posnanski, von Fizek und auch von Musso haben mich überrascht am Ende. Und hatten einen Plot-Twist am Ende, gerade bei Fizek, das ist ja Wahnsinn, was der alles für Plot-Twists da nochmal reinhaut. Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die kriegen ja alle ihr eigenes Video, weil das meine Lieblingsautoren sind. Und Musso hat schon ein eigenes Video, das verlinke ich euch in der Infobox. Und zu den anderen beiden kommt dann noch ein eigenes Video. Und ich freue mich so wahnsinnig darüber dann ein Video machen zu können. Aber deswegen sind die jetzt nicht in diesem Videoformat, weil sonst wären es alles Thriller oder ne, sonst müsste ich anfangen. Ja, und wüsste gar nicht, wo ich aufhören sollte. Und es sollen ja nur 5 Bücher sein und deswegen habe ich mit Absicht 5 Bücher gewählt, die keine Thriller sind. Eins davon ist ein Thriller, weil es einfach nicht anders ging. Und es ist auch der Thriller, wo das mit am meisten zutrifft, abgesehen von Posnanski und Fizek und Guillaume So, wobei der keine Thriller schreibt. Aber manche fühlen sich so ein bisschen an wie ein Thriller. Und das wollte ich nur vorweg sagen. Und jetzt geht's auch endlich los. Ich quatsche immer so viel vorne rein, ne? Ja, ganz schlimm.
Das erste ist der Thriller. Ich habe gedacht, ich fange damit an, weil ihr den schon so oft bei mir gesehen habt in letzter Zeit. Aber dieser Thriller war übrigens der Grund. Achso, übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, ja, wieso hast du dieses Thema gewählt? Das ist aufgrund dieses Thrillers und weil Jessica das vorgeschlagen hat. Vielen, vielen Dank an dich. Also das ist einer von den Vorschlägen unterm letzten Video. Ihr seht also, ich nehme alle Vorschläge auf und wähle eins davon aus, was momentan am besten passt. Und hier hat einfach das am besten gepasst, weil ich dieses Buch vor kurzem erst gelesen habe. Letzten Monat, ihr wisst Bescheid. Und zwar Die Gerechte von Peter Swanson. Jetzt stöhnen alle, die meine Videos im letzten Monat geguckt haben, schon auf und denken, oh, nicht das schon wieder. Ich muss es hier nochmal hochhalten, weil das der Ausschlag dafür war, dass ich dieses Video überhaupt gemacht habe, dass ich gedacht habe, das ist doch eine gute Idee, die setze ich jetzt um. Und das ist ein Thriller, wo es um einen Mann geht, der verheiratet ist und der am Flughafen auf eine Frau trifft, die er nicht kennt, die er attraktiv findet, aber das ist halt eine Flughafenbekanntschaft. Und sie fangen so eine Unterhaltung an und merken dann relativ schnell, sie sind im selben Flieger, sitzen im selben Flieger und können sich deswegen offen unterhalten, weil sie sich danach nie wiedersehen werden. Sie kennen sich nicht, die haben keine Verbindung oder irgendwas. Also er kennt sie nicht und sagt dann eben, gut, dann kann ich auch ehrlich sein. Und dann beichtet er ihr, dass seine Ehe nicht so gut läuft, weil er glaubt, dass seine Frau ihn betrügt. Und er ist so sauer, dass er tatsächlich schon Mordgedanken hatte. Und daraufhin sagt die Frau dann nicht nur, dass sie es verstehen kann, sondern auch, dass sie ihm dabei helfen will, die Frau um die Ecke zu bringen. Jetzt natürlich die Frage, warum sagt die fremde Frau das? Und was steckt dahinter? Und wird das umgesetzt oder nicht? Ne? Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Wie immer, ohne zu spoilern, hierzu gibt es auch eine Rezension, die ist in der Infobox verlinkt. Deswegen sage ich zu meinen Gedanken dazu nicht mehr so viel. Es ist auf jeden Fall ein super Thriller. Also falls ihr ihn noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr ihn lesen. Und hier ist das Ende. Oh, das ist so genial gemacht. Das ist wie so eine spitze, sarkastische Pointe irgendwie. Wo man dann wirklich, man liest bis zum Ende, man denkt so, oh, das ist spannend, oh wow. Und dann kommt das Ende und man denkt so, nee, oder? Jetzt im Ernst? Also das war so ein Ende, wo ich echt so dachte, oh, wollt ihr mich verarschen? Aber natürlich im Positiven. Ich fand es ein richtig, richtig gut gemachtes Ende. Sehr, sehr genial gemacht. Aber das hat es echt in sich, das Ende. Und lohnt sich sehr. Nicht nur für das Ende, weil es ist ein Thriller, der sehr viele, sehr, sehr gute Plot-Twists drin hat. Aber das Ende hat mich überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet und ja, das ist halt so ein Ende, was nochmal viel in Perspektive setzt. Und ja, richtig gut. Ich kann es sehr empfehlen. Dann ein Buch, wo auch das Ende, also bei dem letzten Buch, war es das Ende jetzt wirklich die letzten drei Seiten, meinte ich mit das Ende. Und hier ist es auch so. Da sind es auch die letzten fünf Seiten oder so, wo man wirklich da so sitzt und so denkt. Und zwar rede ich von Das geheime Spiel von Kate Morton. Kate Morton ist auch eine meiner Lieblingsautorinnen. Dazu gibt es entsprechend dann auch ein Video. Habe ich dazu schon ein Video gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich zu Kate Morton schon ein Video gemacht habe. Und ihre Bücher sind alle sehr interessant aufgemacht. Diese haben auch viele Überraschungen drin. Aber was das Ende angeht, ist nichts so krass wie dieses hier. Also das hier ist wirklich ein Ende, wo ich mehrere Tage sprachlos war, was dieses Buch anging. Ich konnte nicht darüber reden, weil es war einfach, es hat mich so umgehauen. Auch emotional, weil auch hier ist es ein Ende, was auf den letzten, wie gesagt, fünf Seiten oder so passiert. Ich kann dazu halt nicht sagen, in welcher Form, aber ja. Und das hat mich so umgehauen. Hier geht es um, wie heißt sie? Grace, genau. Und Grace kommt kurz vorm Ersten Weltkrieg nach Rivetton Manor. Und das ist so ein großes Herrenhaus mit einer sehr pompösen Familie, zu der sie immer schon aufgeschaut hat. Und sie ist wahnsinnig aufgeregt, dass sie dort das Dienstmädchen sein darf, weil die auch Kinder in ihrem Alter haben. Und sie möchte immer irgendwie dazugehören. Und dann geht es eben um diese Dynamik, weil natürlich lernt sie dann auch die Familie kennen und lernt auch kennen, was innerhalb der Familie so los ist. Das ist ja nicht alles friedevolle Eierkuchen. Und natürlich naht dann auch der Erste Weltkrieg und dadurch kommen ja viele Verzwicklungen noch auf. Und es gibt auch eine Liebesgeschichte, die für noch viel mehr Wirbel sorgt auf Rivetton Manor. Und ich liebe dieses Buch. Ich muss sagen, der Anfang ist ein bisschen langsam. Und da muss man erst reinkommen. Von den Kate Morton Büchern, die ich kenne, hat es am langsamsten angefangen. Ich will es aber definitiv nochmal lesen, obwohl ich das Ende ja schon kenne. Und hier ist wirklich das Ende der Punkt schlechthin. Also das Beste am ganzen Buch hier ist definitiv das Ende. Obwohl es viele starke Punkte gibt, vor allem den Schreibstil. Aber oh, das Ende hat mich so umgehauen. Es hat mich emotional so zerrissen einfach. Das ist wirklich so ein Ende, das macht dich kaputt. Okay, vielleicht nicht jeden, aber mich hat es kaputt gemacht. Und ich saß da wirklich und dachte mir so, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Das hat sie jetzt nicht da noch mit reingebracht. Wahnsinn, wirklich. Ich kann halt leider nicht sehr viel dazu sagen. Ich kann euch nur sagen, für das Ende lohnt sich das hier auf jeden Fall. Es lohnt sich auch für die Figuren, weil Kate Morton hat eine sehr, ja,
Sie ist sehr figurennah und sie liebt ihre Figuren und geht mit denen toll um und macht interessante Sachen mit denen. Das klingt jetzt irgendwie sehr falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen zu Kate Morton gibt es auf jeden Fall demnächst noch ein Video, falls ich noch keins gemacht habe. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube noch nicht. Und dann gibt es auf jeden Fall noch ein Lieblingsautorenvideo zu ihr, worauf ihr gerne warten könnt, weil das ist auf jeden Fall wert. Und das hier hat echt ein geiles Ende. Ja, dann ein Fantasy-Buch, wo auch viele Plot-Twists drin waren, also da war nicht nur das Ende so, aber auch hier meine ich mit dem Ende wirklich die letzten zwei Seiten. Ja, den Epilog. Ich meine hier den Epilog mit das Ende. Alles, was davor ist, ist auch spannend, aber ich meine hier den Epilog. Und zwar Caraval von Stephanie Garber. Das hier ist ja ein Fantasy-Buch mit zwei Schwestern. Ihr habt bestimmt schon davon gehört, aber ich habe das Gefühl, dass ich immer noch mal sagen sollte, worum es geht. Ja, es geht um zwei Schwestern, die unter der Fuchtel ihres furchtbaren Vaters leben. Der ist wirklich grausam, auf sehr viele Art und Weisen. Und die dann eben Caraval entdecken, sozusagen. Also Caraval ist so eine Art Spiel. Das ja, ist immer auf irgendeiner Insel und ja, wird von jemandem inszeniert, den keiner kennt, der um den sehr, sehr viele Legenden und Sagen sich ranken, sozusagen. Und Caraval ist halt so ein Spiel, wo man sich einen Wunsch erfüllen kann, wenn man es gewinnt und wo sehr viel Fantastisches und sehr viel Mystisches mit dabei ist. Und sie wollen halt, seit sie klein sind, schon mitmachen. Und eines Tages reißen sie dann aus und ja, machen sich auf den Weg zu diesem Spiel, weil sie eingeladen werden. Eingeladen werden von, ja, von jemandem. Ich will hier nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall werden sie eingeladen und sie sind dabei bei diesem Spiel. Und es ist so fantastisch. Es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Buch. Und es hat sehr viele Wendungen. Das Ende, der Epilog, ist aber genau das, was ich an diesem Buch mit am meisten mag. Also ich hatte bei diesem Buch zwischendurch ein paar Schwierigkeiten mit einzelnen Charakteren zum Beispiel. Auch hierzu gibt es übrigens eine Rezension. Also falls euch interessiert, was ich damit meine, die Rezension ist wie immer spoilerfrei. Dann könnt ihr bei der Rezension mal vorbeigucken. Da erkläre ich das noch mehr. Da hatte ich so ein paar Probleme hier und da. Und das Ende war wirklich so der Teil, wo ich gedacht habe, mega, ich freue mich einfach nur auf den zweiten Teil. Das hier ist nämlich der erste Teil. Der zweite Teil heißt Legend und wird demnächst rauskommen. Also ich glaube, auf Englisch ist der schon draußen. Im Deutschen ist er noch nicht erschienen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann er erscheint im Deutschen. Aber er kommt auf jeden Fall noch raus und sieht ähnlich toll aus wie dieser hier, ja, wie dieses Buch. Und ja, das Ende war wirklich so der Epilog. Ne, das Ganze war zu Ende und ich dachte so, gut, jetzt kommt eigentlich nichts mehr, jetzt ist es abgeschlossen, jetzt bin ich ganz zufrieden. Und der Epilog ist sozusagen der Ausblick darauf, was im zweiten Teil passieren wird. Und gleichzeitig gibt es auch da so einen Mini-Twist. Es ist jetzt kein richtiger Plot-Twist im eigentlichen Sinne, aber so eine Kleinigkeit, wo man denkt, ah, okay, ja, das macht Sinn. Und dann verrät das Ende, nicht direkt natürlich, da muss man schon noch den Klappentext vom zweiten Teil lesen, um noch ein bisschen mehr zu erfahren. Aber das Ende teasert schon an, worum es im zweiten Teil geht. Und ich freue mich auf den zweiten Teil noch mehr als auf diesen Teil aufgrund des Epilogs, weil der so gut gemacht war, wo ich wirklich gedacht habe, das wird jetzt aber richtig, richtig spannend. Also der Epilog war wirklich toll. Der Rest des Buches auch, ich kann es dir empfehlen. Wie gesagt, auch dazu gibt es eine Rezension. Alle Rezensionen sind unten verlinkt. Wollte ich nur gesagt haben. Ja. Dann wieder ein Roman, über den ich auch schon gesprochen habe, weil ich ihn auch erst dieses Jahr gelesen habe. Es sind viele Bücher, die ich erst dieses Jahr gelesen habe. Das ist nicht unbedingt Absicht, das ist jetzt nur zufällig so, dass ich viele Bücher mit überraschendem Ende dieses Jahr gelesen habe. Und auch ein Roman mit vielen Plot-Twists, der mich umgehauen hat. Und zwar Geständnisse von Kanae Minato. Das ist ein Roman, wo es um eine Lehrerin geht, die eine kleine Tochter hat. Und diese Tochter ertrinkt eines Tages. Und sie glaubt nicht an einen Unfall und hat eine gewisse Theorie und hat gewisse Ideen, was das Ganze angeht. Und tritt dann vor ihre Klasse und ja, packt dann erstmal aus. Deswegen heißt es Geständnisse, weil ja, es geht hier viel um Wahrheit, um Lüge. Es geht auch ein bisschen um Rache, um die Gefühle einer Mutter und auch um die Gefühle der Klassenkameraden, weil wir dann die Geschichte also weiterverfolgen, nachdem sie das gemacht hat. Also nachdem sie vor die Klasse getreten ist und diese Sachen gesagt hat, erfahren wir, was danach passiert. Und das ist so eine Art Kettenereignis. Ja, und das setzt dann ganz, ganz viele Ereignisse in Gang, die ja immer krasser werden. Und dieses Buch ist allgemein krass. Also krass ist so ein Wort, was ich auch mal in einer anderen Rezension gehört habe, wo ich erst dachte, das passt nicht so ganz. Aber eigentlich passt es schon, weil es ist nämlich wirklich ein Buch, da wird man richtig weggefegt. Es gibt viele Plot-Twists, auch direkt am Anfang schon auf Seite, ich glaube, 60 oder so, gibt es direkt einen Plot-Twist, wo ich so dachte, okay, alles klar, ich weiß, wo das Ganze. Also ich weiß, wie heftig das Ganze wahrscheinlich werden wird, wenn hier schon auf Seite 60 so eine Art von Plot-Twist ist. Es ist also ein Buch, was allgemein viele Plot-Twists hat. Es ist aber auch ein Buch, wo das Ende alles nochmal wegfegt. Also das Ende ist so die Spitze der Spitze der Spitze. Absichtlich gemacht. Das Ganze ist so eine gesteigerte Form. Und ich fand es so gut. Das Ende war natürlich extrem.
und gleichzeitig so böse irgendwie, dass man aber auch dadurch noch mehr zum Nachdenken zum Buch kam. Also das war wirklich genial gemacht. Das Ende war echt krass. Natürlich wieder überraschend, also deswegen sitze ich ja hier. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das Ganze so weit geht. Und ja, also ich kann dazu nicht so viel sagen. Ihr müsst es halt echt lesen. Ich kann dazu leider nicht spoilern. Das wäre ziemlich unfair. Aber das ist ein Buch, was man gelesen haben muss. Nicht nur für das Ende, das ist ein durchgehend starkes Buch. Aber das Ende ist hier nochmal das i-Tüpfelchen, wo es dann wirklich nochmal gesteigert, gesteigert, gesteigert wird. Und man sitzt da und denkt so, krass. Und am Ende denkt man dann auch krank. Tatsächlich. Nein, auch zwischendurch, aber ja, es gibt so ein paar Wörter. Ist übrigens, falls ihr euch jetzt das fragt, warum ich jetzt krass und krank und so sage, ist nicht Thriller- oder Horrormäßig, ist schon Roman. Aber der, gerade durch die Plot-Twist und so, ja, ich kann es halt schlicht erklären. Das hat eine ganz eigene Dynamik und eine ganz eigene Atmosphäre, weil es eben auch vom Flair, es spielt ja in Japan und es erzählt auch viel über die japanische Kultur und auch viel über die einzelnen Charaktere. Und die Art, wie das gemacht ist, ist so genial. Kann ich nur empfehlen. Und dann das letzte Buch. Mensch, heute bin ich aber schnell durch. Okay, 15 Minuten ist nicht schnell und mal gucken, wie lange ich über dieses Buch rede. Das letzte Buch ist schon ein bisschen her, nicht so lange, aber ich habe es schon eine Weile, glaube ich, nicht mehr in die Kamera gehalten und habe das Gefühl, es wird mal wieder Zeit, denn das Buch muss ich immer wieder jedem empfehlen. Und zwar Wo Drachen sind von James R. Owen. Könnt ihr es sehen? Ja, so, das schimmert so. Das ist total schön. Wunderschönes Cover, tolles Buch. Das ist ein Fantasy-Buch. Urban Fantasy. Es wird dann zunächst später zu so einer Art High Fantasy, aber eigentlich ist es Urban Fantasy im eigentlichen Sinne. Und hier geht es um drei Männer oder um vier? Nein, drei Männer, genau. Und drei Männer, die sich nicht kennen, die haben auch nichts miteinander zu tun. Und die, ja, treffen sich dann aus einem Grund. Ich kann auch hier, ich will halt nicht zu viel verraten. Alles, was ihr wissen müsst, ist, es geht um einen Atlas. Und der Atlas ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und die drei Männer wissen am Anfang nicht so ganz, was sie damit anfangen sollen. Sie bekommen den nämlich alle sozusagen vererbt. Also sie sind, ja, haben Teil des Ganzen. Aber hinter dem Atlas sind viele, viele Menschen her oder viele, na, nicht nur Menschen, würde ich mal sagen, weil der große Macht birgt. Und mit diesem Atlas, ja, begeben sie sich in andere Welten. Es ist sehr, sehr fantastisch. Es ist sehr, ja, abenteuermäßig, würde ich sagen, weil sie eben dieses Abenteuer dann bestreiten. Und ja, es kommen auch Drachen drin vor, wie der Titel sagt. Das hier ist aber eine Hommage an die großen Fantasy-Autoren, an Tolkien, an, wen haben wir noch? Ja, also an die ganz Großen einfach, an C.S. Lewis mit Narnia, die ganzen großen Welten, ne? Also Herr der Ringe-Welt, natürlich Narnia-Welt, alles in diese Richtung. Und das ist, was ich so toll finde, weil es sich durchgehend auch so liest. Es ist sehr fantastisch, aber wenn man die Bücher kennt, also wenn man ja die Bücher, vielleicht auch die Filme, aber es geht mehr um die Bücher und auch die Autoren kennt, dann hat man halt so einen Bezug dazu. Man hat auch so einen, weil ich finde, man muss die nicht unbedingt kennen. Ich glaube nur, dass das Gefühl dieser Ja, das Gefühl des Ganzen wird dann dadurch verstärkt. Das glaube ich schon. Und es ist ein so tolles Buch. Es hat tolle Wendungen. Es hat tolle Charaktere. Die sind mit das Stärkste des Ganzen. Es ist sehr, sehr fantastisch. Und gerade dadurch, dass es eine Hommage an diese großen Autoren ist, hat es sehr, sehr viele, ja, Seiten. Ja, wie soll ich das nennen? Ohne zu spoilern, das ist immer schwierig. Ich möchte hier natürlich gar nichts verraten, weil das solltet ihr wirklich einfach lesen, wenn ihr Fantasy mögt. Besonders wenn ihr die von mir genannten C.S. Lewis, Tolkien etc. Mögt Jules Verne, hatte ja auch ein paar ja, Einflüsse auf dieses Buch. Und ja, ich fand es richtig, richtig toll. Und das Ende hat mich nicht überrascht. Jetzt kommt's. Aber nur, weil ich mich vorher gespoilert habe, was das angeht. Ich habe nämlich hier vorher zu dem Buch mir ein bisschen was durchgelesen. Das soll man nicht machen. Und bei diesem Buch hat es mir ein bisschen das kaputt gemacht. Aber das Ende, wenn ihr nichts guckt sonst, also wenn ihr einfach nur jetzt das, was ich gesagt habe, euch zu Herzen nehmt und denkt, oh, Fantasy, fantastische Welt, Abenteuer, ne, Hommage an die Großen, finde ich toll, möchte ich lesen. Übrigens, man braucht kein Vorwissen oder so, falls ihr es jetzt denkt. Dann müsst ihr es lesen und dann werdet ihr richtig überrascht sein. Wenn ihr dann aber noch auf allen möglichen Seiten euch Rezensionen anguckt und so weiter, die spoilern das Ende. Und das Ende ist, wenn man all das nicht tut, richtig überraschend und ja. Das Ende ist so eine Art Vorhang, der gelüftet wird, würde ich sagen. Da werden dann noch mal ein paar Dinge klar, auch im Rückblick dann natürlich. Und das Ende ist quasi, schließt den Kreis dieser Hommage. Also das Ganze ist ja ne, eine Hommage an alles. Ich mag dieses Wort einfach so, sorry. Und das Ende schließt das sozusagen und macht es auf eine Art und Weise, die sehr subtil und gleichzeitig genial ist, weil man schwarz auf weiß eben hat. Es ist sehr deutlich dann doch gemacht. Aber ja.
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ihr müsst es echt lesen. Es ist ein tolles Fantasy-Buch. Es ist der erste Teil in der Reihe. Er ist aber komplett abgeschlossen. Der zweite Teil spielt viele Jahre danach. Und deswegen lese ich auch immer, habe ich den hier gelesen, will aber den zweiten Teil nicht lesen, weil die Reihe nicht zu Ende übersetzt wurde auf Deutsch. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil es gibt Reihen, wo der erste Teil so abgeschlossen ist, dass der zweite nur ein Zusatz ist. Und für mich ist das nicht unbedingt nötig. Es gibt, glaube ich, drei, die übersetzt wurden von mehreren. Oder wurden nur die ersten beiden übersetzt. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig. Ich kann es euch sehr empfehlen. Das müsst ihr euch echt mal angucken. Ja, das war's von mir heute mit diesen fünf Büchern. Welche Bücher findet ihr denn haben die überraschenden Enden? Bitte nicht nur Thriller nennen, weil natürlich könnte ich hier jedes Buch von Fizek aufzählen an sich. Aber wenn ihr noch andere Bücher habt, vielleicht auch Romane, vielleicht auch Fantasy oder Jugendbücher, die ein Ende haben, was euch richtig überrascht habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und von den Büchern, welche davon interessieren euch? Welche davon kennt ihr vielleicht? Und würdet ihr mir zustimmen oder eher nicht zustimmen? Das möchte ich natürlich wissen. Also schreibt mir zahlreiche Kommentare. Das ist immer der größte Spaß in dem Ganzen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!